wir nicht trinken. Das machen wir. Hier spricht der Bierkapitän. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, mein ich so, wie ich es sag. Holz los und eine Flasche Bier. Das ist S04, die Scheiße vom Revier. Jetzt gerade geknallt. Zum Glück keiner verletzt. Alles cool, macht euch keine Gedanken. Monte macht hier jetzt den Einweiser, der Ehrenmann, hat auch hier den Notruf abgesetzt. Ja. An der Stelle nochmal, Free Monte. Ich weiß so, Klimawandel, wie stehst du dazu? Ja, heute ist warm. Und gestern? War kalt. Das heißt für dich Klimawandel? Ja, kalt warm. Das waren noch Zeiten, ne, damals. Oh. Wenn sich reiche Bilder anschauen. Oh, weißt du noch hier? Ja. Oh, alles schön. Oh, Junge, lass uns in Ruhe. Haut ab! Sehr hässlich. Das Ding, da lief ein Porno im Fernseher, da hat ein Typ eine Wunderkerze im Arsch gehabt. Da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Papa, kids-friendly. Aber das ist 40 Jahre her. Das ist eine alte Geschichte. So, ich habe einen Nebenjob. Und? Ich verdiene 250 Euro und später kann ich 500 Euro verdienen. Ja, dann geht er erst später hin. Wieder aus Linderpack. Was? Na was schaust du, Depper? Na was? Was hast du gesagt? Na, sind sie aggressiv. Soll ich die Polizei rufen? Nein, nicht Polizei. Ich habe keine Papiere. Ja, keine Papiere. Ich sammle Ausländer ohne Papiere. Komm her da, wenn ich nein. Dich nicht Arschloch. Komm her. Papa, ich habe ein Schmissen. Was wissen du? Ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party? Zur Party. Zur Party? Zur Party. Wir sind jung und wir wollen morgen. Wir wollen nicht zu Hause warten. Kann mal jemand sagen, woher weiß der Spiegel, dass hinter dem Blatt... Hallo, ich studiere sowas in die Richtung. Ich kann es euch erklären. Blatt, Stift. Wieso seht ihr den Stift? Dafür müssen wir erstmal wissen, Basic Physik, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. So, Licht geht nach da, zu euch. Was wirklich krass wäre, ist, wenn wir genau diesen Punkt, an dem der Stift das Blatt berührt, wenn wir den sehen könnten. Tun wir nicht. Egal wie weit wir da hingucken, wir sehen den Punkt, an dem der Stift das Blatt berührt, nicht. Das wäre krass. Der Rest, sobald es nur hier oben einen Ausfallswinkel gibt, wirst du das sehen können. Magic, Physik und so. Guck's mal, jeder sagt Habibi. Normal, jeder sagt diese Habibi. Jeder sagt Bro, du bist meine Bro, Bro, ey Bro, was gera, Bro. Hier ist der Bestie, meine Bestie, hallo meine Bestie, jeder sagt Bestie. Hier ist der Amigo, jeder sagt Amigo. Amigo, muchacho, como estás? Me gusta, me gusta, me gusta. Und dann hier steht, sag mal, Digga. Digga sagt jeder. Jeder zweite Mensch sagt Digga, 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 Digga. Aber Schwester? Welche Menschen sagen Schwester? Ich kann so Leute sagen, ey, Schwester, Schwester, ey, Sister, Sister, Schwester, Schwester. Aber Schwester? Ich hab so nie was von jemandem gesagt, Schwester. Dieser Werbung muss ändern, bevor geändert wird, Schwester, nein. Du machst mir hier eine A. Schwester. Habibi, Bro, Bessie, Amigo, Digga, Schwester. Nicht Schwester. Bis heute nicht nur Fans. Hey, chill mal, Alter. Ich bin mit dem Fernsehen da. Ich bin ein großer Star. Und du solltest das besser respektieren. Alter, schau mal in die Kamera. Schau mal kurz rein. Hallo. Poff, du nimmst kleine Kinder hoch. Hey! Sofort runter mal die Grütze. Eins. Zwei. Süßes oder Bandwurm. Sie sind im Bett, das stimmt doch gar nicht. Sie sind an der Klingel, hören Sie auf uns anzulügen. Ich war in der Wanne im Bad. Und dann komme ich gerne dazu.
Junge! Scheiße! So ein Fisch! Ja. Willkommen bei McDonald's, wie kann ich dir helfen? Ja, ich habe Probleme und deswegen brauche ich... Ja, was denn? Meine Frau hat mich verlassen. Ah, das tut mir aber leid. Wie fühlen Sie sich denn dabei? Ich fühle mich echt schlecht dabei, deswegen dachte ich, ich hole mir heute ein Royal TS-Menü bei McDonald's. Ja, Royal TS hilft immer dagegen. Ja. Was willst du denn dabei zu trinken haben? Vanilleshake bitte. Vanilleshake, klar. Und die Pommes? Pommes bitte heiß und mit viel Salz. Pommes bei uns immer frisch, wie Jennifer Lopez. Ja? Ja, klar. Okay. Meinst du, ich kann auch Jennifer Lopez kennenlernen? Das glaube ich nicht. Okay. Aber ich kann dir Nachgummis geben, damit du wieder was zu lachen hast. Ich glaube, das wird mir wirklich helfen. Okay. Und sofort zum letzten Schatz. Da ich ja heute schlechte Laune habe, kann das auch auf den Nacken von McDonald's gehen? Das müssen wir gleich klären. Okay. Da komme ich mal vorgefahren, ja? Okay. Okay. Deine Top 3. Reverse Cowgirl. Was ist das denn? Reverse Cowgirl, wenn sie nicht, also wenn sie auf dir sitzt, aber mit dem Hintern. Ah, okay. Skisprungspanier, sag ich dazu mal. Skisprungspanier. Kennst du es? Bei der Skisprungschanze ist immer dieser hier. Ja. So. Und den Spanischen ist vorwärts, aber das ist der Skisprungspanier in die andere Richtung. Ah ja. Weißt du? Ja, Reverse Cowgirl heißt es, genau. Heißt das offiziell so? Genau, Cowgirl ist ja, wenn sie so sitzt und Reverse Cowgirl so. Ansonsten ganz klassisch einen schönen Doggy, ne? Klar. 35 Zentimeter nach rechts. 35! Er fährt einfach wie ein... Bruder, was ist das, Bruder? Guck mal, wie weit vorne er sitzt. Er fährt gerade so, Bruder. Er fährt wie eine Frau, Digga. Schwöre, wie meine Tante, Bruder, aus der Geil. Weißt du, er denkt gerade, dieser Typ von Chico. Er hat Fahrradschein, Wanda.